So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Persona 3. Beim letzten Mal haben wir den nächsten Vollmond, ja, geschafft. Sind da irgendwie durchgekommen. Und über den Rest will ich nicht reden. Über den Rest will ich echt nicht reden. Nein, okay, wir haben unser erstes Partymitglied verloren. Shinjiro ist gestorben. Und dabei ist er noch gar nicht so lange dabei. Und ich glaube, ich bin müde. Also eigentlich kann ich gar nicht lernen gerade, ne? Ja, never mind that, I guess. Ich hab's trotzdem angeklickt. Ha, egal was du machst, Spiel, egal was du tust. Ja, wie auch immer, ich bin sehr überrascht, dass es so schnell... Was ist ja schnell? Das Spiel geht schon eine Weile, eine ganze Weile. Auch wenn es nicht so viel wirkt, was die Parts angeht. Ich schneide halt wesentlich mehr als in Persona 5 durch. Ja, die Dungeons und so. Okay. Jedenfalls haben wir jetzt wieder Freizeit und erstmal passiert nichts weiter. Ken ist momentan noch weg. Mal sehen, was damit los ist, ob wir den bald wiedersehen. Aber jetzt erstmal muss ich irgendwie meine Freizeit nutzen, sinnvoll. Aber niemand ist da, was zur Hölle? Leute! Lasst mich doch nicht alle so stehen! Heute ist dienstags. Hat er das Team offen? Hat das Team nicht offen? Ich meine, da stand ja niemand. Also normalerweise müsste da ja dann jemand stehen und... Ich bin verwirrt. Was hast du zu sagen? Nichts? It's an old man. Pick a person from the tree, wer das bloß gewesen sein kann. It wasn't even ripe. Tja, aber er durfte keine Zeit vergehen lassen. Ob wir wohl noch miterleben werden, wie dieser Baum gefällt wird. Warte mal, kann ich das pflücken? Ah, Hilfe! Small tree is growing here. It seems to have a special meaning for the old couple at the bookstore, das weiß ich. Ich kann die Frucht nicht mitnehmen. Vielen Dank dafür. Naja, die ist wahrscheinlich auch noch nicht reif, ha? Huh? Ach, was ist ich denn? Ach, es sind bald Exams, ich erinnere mich. Das heißt, wir haben wieder nichts zu tun auf der Welt, hä? Ich guck mal, ob der Typ, der mit mir immer gerne isst und so, da ist genau der Typ. Tatsächlich konnte ich Zeit mit ihm verbringen, es hat den Social Link aber noch nicht gesteigert, aber jetzt werden wir gerade wieder von Elizabeth angerufen, die zum Schluss sagen wird, dass ich wieder in Tartarus sein kann, jetzt gerne. Was ich natürlich erst nach den Exams machen werde, da wir dann wieder vollständig sind, aber ja, trotzdem danke für die Information, danke dafür. Ah, da ist Ken auch schon. Hey, wo bist du? Ach, du bist auch wieder in der komischen, gruseligen Ecke, wo du auch, ja, Shinjiro umbringen wolltest. Und da ist Akiko. You look half dead. Warst du nicht derjenige, der gemeint hat, wir sollten nicht nach ihm suchen gehen oder sowas? What are you doing here? When Mom died protecting me. No one would believe the real reason for her death. To this day, it's still on file as an unexplained accident. That's why I wanted to make it clear. I thought that's what she would have wanted. Maybe then she'd finally be at peace. They said he died by some violent crime, right? No one knows the truth. Just like with Mom. And once again, I'll be left behind. The dead are never coming back. You have to accept that. You're on your own now. I'm not here to drag you back. You can stay in this place until you die if that's what you want. But if you still have the will to fight, then come back and stand on your own two feet. Er ist fucking 10 oder so. Also, ich meine, er hat ja im Endeffekt trotzdem ausgesagt, kommt zurück an sich, ne? Aber... Keine Ahnung. Es ist alles weird. I've known it all along. I just been lying to myself. I was consumed by hatred. Sagt der 10-Jährige bei seiner standardgemäß ablaufenden Selbstreflexion, wie das 10-Jährige nämlich so machen halt. I couldn't face the thought of being alone. Ja. But that's exactly what happened. Du weißt, wie man Kinder schreibt. Wer auch immer das geschrieben hat, an dich ist das gerichtet. Na meinetwegen. Dann ist er ein sehr intelligenter und erwachsener 10-Jähriger. Shinjiro-san, I'll see it through to the end. Du sagst nur Shinjiro Bescheid, aber nicht deiner Mutter? Na gut, okay. Und dein Persona hat auch schon direkt ein Upgrade bekommen. Das ging schnell bei dir, tatsächlich. Jetzt haben wir direkt zwei geupgradet schon und der sieht ganz schön krass aus.
Was ein Bizeps-Mensch. Da bin ich aber echt sehr gespannt, was noch bei den anderen passieren wird, dass deren Personas geupgradet werden quasi. Aber das wohl jetzt nicht direkt hinterher. Das könnte wohl noch etwas dauern erstmal. It's already been a day. Yes, it has. Ich glaube aber auch, dass er gleich wiederkommt, keine Sorge. So, where's Akihiko-san? He said to leave Ken-kun alone, but I don't know. Maybe we should look for him. Keine Sorge, das hat er schon erledigt tatsächlich, obwohl er es wie gesagt gesagt hat, dass wir ihn nicht suchen sollten. What's your opinion? Er ist fucking 10! Also, ich weiß es ja jetzt als er nicht, also muss ich in Character sagen, let's start looking. You think so too? Well, he is still a kid. Richtig, mein Gott. Ich meine, ich hasse Kinder, also versteht mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass mir Kinder total wichtig sind oder so, aber einfach rational gesehen jetzt zu sagen, dass er auf sich allein gestellt sein soll, er ist fucking 10 oder so. I can't wait any longer. I'm going right now to... Aber wahrscheinlich kommt er sowieso jetzt an. Natürlich. Aber nicht mal Akihiko ist wieder zurück. Wo ist er denn gegangen danach? Naja, was auch immer. Oh, thank goodness. I was so worried. You were? Amada, are you able to fight? Yes. I won't run off again. Are you sure? I'm positive. It's all right. We can trust him. Jeez, don't make us worry like that, okay? All right. I'll talk to the chairman. Get some rest. Schön, schön, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Ging doch leichter als gedacht tatsächlich. Aber trotzdem weird, dass es gerade Akihiko im Endeffekt doch gemacht hat, ha? Huh? He's so much stronger than I am, dude. I'd be so depressed, probably for like 3 days, or maybe even a week. But just one day? Jeez, he's nuts. Oh wow, Junpei, oh wow. I have confirmed the metamorphosis of two personas, most likely the result of Shinjiro-san's death. There will be more metamorphosis to come, so I will remain in observation mode. Ja, wenn mehr Leute sterben, die uns wichtig sind, ha? Huh? Super. Ja, eigentlich irgendwie echt nichts Positives, wenn man es so betrachtet, hä? Aber gut. Hey Ken, was sagst du dazu? I'm really sorry about what happened. You could have said no, but you let me come back. I'll make it up to you guys. Shinjiro-san too. Ach, das freut mich, das freut mich. Gut, ich geh lernen. Mal sehen, was wir morgen machen. Wahrscheinlich gehe ich wieder zum selben Typen und diesmal sollte es steigen, hoffe ich. Nevermind, wir bekommen noch Besuch. Bekommen wir jetzt schon Besuch? Ich meine, okay, nach dem großen Ereignis vielleicht will er darüber mit uns reden. Hello. Tatsächlich. It's cold tonight. Ja, in meinem Herzen. Can you believe it's already autumn? It'll be winter before you know it. Ach, das sollte keine Metapher sein. Oh well. You seem tired. Did something happen? I lost a friend, or not to me, so... I see. You were fortunate it wasn't you. Gut, okay. Eher weniger, eher im Gegenteil, hä? People die every day. Until recently, this was the same to me as the blowing of the wind. But now I see things differently. For the first time, I have a friend. Wir sind Freunde, ach ja, haben wir schon mal erklärt, schon mehrmals. Und das wäre? You know the end I've spoken of? Some people refer to it as the fall. But regardless. Warte mal, wir haben doch schon Autumn, also Fall. Nein! It's drawing near. Don't you sense? Nein, ich spüre leider gar nichts. We are kindred spirits, you and I. So why is it that only I can remember? Was? Ich weiß es nicht, wovon redest du? This is a heart-rending matter. Is my existence something you are unable to accept? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Kannst du nicht einfach in klaren Sätzen reden? Ein bisschen eindeutig sagen, wer du bist und warum du mit mir redest? Aha.
Perhaps it is the change of seasons. Da bin ich mir sicher. Of course, our friendship remains steadfast. Das freut mich aber sehr. I shall bid you farewell for now. Auf Wiedersehen. Und steigt noch weiter. Wie weit ist jetzt das Social Link? Der müsste doch schon echt fast fertig sein mittlerweile, oder? Weil den haben wir jetzt auch schon länger und der steigt in letzter Zeit echt oft, weil öfters was passiert. Okay, Level 8. Ja, der ist fast fertig, der Social Link. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn er voll ist. Ich meine, dann müssen wir doch endlich mal endgültig klären, was er ist, wer er ist, warum er hier ist. Warum er uns immer nachts nervt. Okay, nicht immer, aber hin und wieder mal nachts nervt. Und in letzter Zeit halt immer regelmäßiger. Und ja, damit übereinstimmt, dass nur noch ein Schatten fehlt, ein großer Schatten, dann, ja, wird das wahrscheinlich gleichzeitig ungefähr passieren. Ja, ich weiß. Hört auf, über Mathe zu reden oder sonst was. Ja, nee. Oh Gott, ich habe Angst davor. Ich habe wirklich Angst vor den nächsten Exams. Weil ich will echt mal ein bisschen perfekter antworten. Naja, über die Exams kann ich mir noch genug Gedanken machen, wenn sie denn da sind. Ich meine, die fangen am 13. an. Oder so. Also, ja, haben wir nur 6 Tage voller Social-Link-Spaß. Bis denn damit losgeht. Und ja, dann wird es auch wieder knapper, was Tartarus angeht diesmal. Aber wir schaffen das an einem oder höchstens 2 Tagen. Von daher, whatever. So. Mamoru is shoveling takoyaki into his mouth. Yum. Oh man, just a few more. What are you... Enjoy your food. Oh, sorry. I tend to eat kind of fast, I guess. It's a bad habit. Keine Sorge, dafür esse ich ein bisschen langsam, ein bisschen zu langsam. Ist auch eine schlechte Angewohnheit, kann man das so nennen? Nein, wahrscheinlich eine Essstörung, aber ist fast dasselbe. When I'm with my siblings, they just pulled off the side dishes. That was really fast compared to my record. Anyways, Thursday, I think I'm gonna enter the regional meet. There's going to be a coach there from a big athletic college. You know what that means? If I do well enough, I might get a scholarship nod. Sounds like a good plan. I know, right? Then I don't have to quit the kendo team. I had pretty much given up on going to college. We really didn't have the money. But then I heard about the chance at a scholarship. Do you see now why it's such a big deal? Warte mal. Läuft dieser Social Link und der andere Social Link, also der vom Kendo Team selbst, darauf hinaus, dass die beiden hinterher gegeneinander antreten, aber beide sie ziemlich gute Gründe dafür haben, warum sie gewinnen wollen? Oh Gott! Ich meine, okay. Mittlerweile hat der andere doch eh keine Chance mehr, ne? Kazuichi, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, keine Ahnung. Aber trotzdem. Das ist abgefuckt, wenn das echt noch irgendwie passiert in irgendeiner Form. If I win, I might be able to go to college after all. I bet my mother would be really relieved. Yeah, I bet she would be. Yeah, you're right. I feel more relaxed when we're talking like this. Ich gebe mir sehr viel Mühe. I really wish my dad was still alive. If he was still around, my brothers wouldn't have to worry about whether or not they get to eat every day. Well, complaining isn't going to accomplish anything. I'll just have to hope for that recommendation. Richtig. Oh, da gibt's echt Mühe, was deine Zukunft angeht, hein? Aber ich denke, je schlechter die eigenen Umstände, desto mehr weiß man, wie wichtig es ist, hä? Ich für meinen Teil habe ziemlich gute Umstände, deswegen gebe ich mir gar keine Mühe mit irgendwas in meinem Leben. Ha! Ha, 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 ha. Oh, okay. Wie auch immer. Whoops, the Ceylon chicken is almost up. And I'm supposed to cook tonight. Later. Auf Wiedersehen. Oh Mann, ich hoffe echt, dass es nicht darauf hinausläuft irgendwie, aber es wirkt immer mehr so. Aber gut, statt darüber zu spekulieren, in welche Richtung sich das Ganze hier entwickelt, gucken wir doch einfach. Werden wir schon noch früh genug herausfinden, ob die dann echt gegeneinander antreten, hä? Und vor allem vor den Exams habe ich eh niemand anderen als ihn, mit dem ich Zeit verbringen kann, von daher. Ja. Habe ich eh keine Wahl, würde ich sagen. Mamoru hasn't shown up yet. Ha. Da kommt er ja angerannt. Sorry, I kept you waiting. Are you okay? Yeah, just need more training. Ja, merke ich.
Let's go in, yeah? I'm thirsty. Bist du wirklich dauerhaft im Trainieren, huh? Meals taste better with two people. I used to come here a lot with my teammates, but... we should come here again. You're the only one who says that anymore. Echt? Oh. Okay, gut, dass ich das in der Realität nicht mache, sowas. They wouldn't come now, even if I invited them. I don't really get along with people who don't take the club seriously. It jacks up practice, you know? It's a lack of concentration. Ja, das verstehe ich natürlich. Du bist natürlich wirklich ernst dabei, was das Thema angeht. I used to love it there, you know? I spent all my time practicing in Kendo Team. Everyone else in Kendo Team and I always had so much fun. But that doesn't matter. They can't understand what I'm going through. I just have to surpass them. Get even better than I am now. Also ich glaube, da gibt es zumindest eine Person, die durch was sehr ähnliches geht wie du. Nicht dasselbe, aber was ähnliches, auf jeden Fall. Ich meine, bei dir verstehe ich die Gründe aber noch besser, natürlich. Weil bei ihm ist es halt was sehr Irrationales, weil der Junge, mit dem er verwandt ist, ich weiß nicht mehr, was genau für eine Verwandtschaft er zu ihm hatte, aber der könnte auch so damit anfangen. Der könnte auch anders seine Motivation finden und so. Bei dir ist es halt wirklich wichtig, weil du wirklich das Geld nötig hast, um deine Zukunft so zu leben, wie du es vorhast. Sorry, that was a weird conversation. I think I'll power walk the whole way home. Don't let yourself get lazy now. Oh, er meinte Power Walk und nicht, ja. Ich dachte, das wäre ein abgebrochenes Power. Ah, nee, Walk ist besser, ja. Nee, er will da dauerhaft trainieren, dann muss er auch gefälligst weiter rennen. Ich hingegen powerwalke direkt zu dir, meinem gestreiften Freund. Dem es offensichtlich mal wieder schlechter geht. Hast du schon das Fenster offen gelassen oder was? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch einfach allgemein auf Sterben, also ja, gut. Ich bleib natürlich hier. Alles gut. Musst du gar nicht erst fragen. I got really into my reading last night and never went to sleep. Das geht aber nicht, Mensch. Du musst schlafen. I thought I'd be fine since I have many nights when I'm unable to sleep because of my illness, but... ja, ich auch. Und dafür brauche ich nicht mal eine Krankheit. Naja, zumindest keine physische Krankheit. I guess my condition won't improve if I keep taking chances, so... das ist das Richtige. Don't worry, I know my body's limit. And how to convince it that it's still doing fine. Das ist aber nicht richtig. Ja, auch wenn du eh sterben wirst. Na, hast schon recht, eigentlich. Wenn du eh sterben wirst, dann was soll man machen? Dann ist es halt so. I came all this way because I was hoping to find you. Remember how I talked about reading upbeat stories? There are plenty of stories, but I don't think reading them will ever be able to make me feel better. The problem is, all those stories were written for someone else. Also soll ich dir eine Geschichte schreiben? I guess what I'm saying is selfish. Ich schreibe dir gerne eine Geschichte, ich bin Profi. Nicht wirklich. Aber ich kann es versuchen. I'm being selfish about you too. You're always coming to see me and I take up a lot of your time. How much of your valuable time have you used on visiting me? I don't deserve it. It's spoiling me, I'm afraid. That's why I like you though. Deswegen mag ich doch auch, Mensch. Pat, pat. So. Aber soll ich dir jetzt eine Geschichte schreiben? Ich meine, ich kann es versuchen. Lese ich dir beim nächsten Mal dann vor, wenn du willst. Ist gar nicht awkward oder so. Ich schreibe dir irgendeine Fanfiction von deinen Lieblings-Anime-Charakteren, wenn du willst. Was? Du guckst keine Anime oder so ein Scheiß. Tut mir leid. Dann kann ich dir leider nicht helfen. Mehr kann ich nicht. Sorry, it seems I used too many words today. I'd like to be able to speak here again sometime. Werden wir noch machen, des Öfteren sogar. Stirb mir gefälligst nicht vorher weg. Oh, wie deprimierend das wäre, wenn er einfach stirbt, bevor ich den Social Link fertig habe. Wenn das geht. For fuck's sake. Oh Mann. Mensch, guck dir nur diesen Powerwalk hier an. Ha? Bist du stolz auf mich? Bist du stolz auf mich? Nein? Okay, ja, dann wir gehen einkaufen anscheinend, weil dich irgendjemand gefragt hat aus deiner Familie. Ich könnte das auch alles lesen, was? Power Records? Ach, ich dachte, du willst schon wieder über irgendwas Powerwalkiges reden, aber nein. Wir gehen zum Power Records. Was kann man da machen? Kann man da Platten kaufen? Tatsächlich!
Naja, wobei da eher nur CDs drin sind, soweit ich es sehe, jedenfalls, ha? Aber spielt das Spiel doch irgendwie Anfang der 2000er, was soll denn der Scheiß? Was soll ich denn mit CDs? Dann höre ich mir die Scheiße halt digital an. Okay, es spielt Anfang der 2000er, das Thema hatten wir gerade, ne, aber... Ah, wir gucken mal nach ihm. Ja, gut, guckst du dich um, holy shit. So macht man das, mal gucken, so links oder rechts. Ich meine, vielleicht ist er ja im Laden drin, who knows? Ah, wir warten natürlich auf ihn, wie ein guter Freund. Einmal kurz die Haare zur Seite schütteln, wie es sich gehört. Wir warten weiterhin natürlich. Wer ruft an? Hey, Toasty, you there? Sorry, man, I don't think I can meet up with you today. Did something come up? I'm sorry. Ach, tut mir leid, alles gut. Actually, my mom passed out. Was? I'm at the hospital right now. I guess she fainted from exhaustion. She works from morning through the night. This is my fault. But it's true. Look at all the trouble I caused her. Maru seems upset. Nein! Ach, Mensch. What? Ich rede doch gar nicht. Hey, it's my mother. She's going to leave because we can't afford the doctor's fee. Ja, die Welt, ne? Die Welt ist halt so. Damit, why can I do anything? Also ich würde sagen, er hat auf jeden Fall bessere Gründe, da gewinnen zu wollen, als unser komischer Freund mit seinem, Verwandten, der ein kaputtes Bein hat oder so, mein Gott. Look, I'm sorry about today. I didn't mean to cause even more trouble. But at least you answered your phone. Talking kind of helped. A little. Ich lasse dich auch gewinnen. Keine Sorge. Dafür sind Freunde doch da. Und dir gönne ich es halt wirklich irgendwie. Auch wenn du wahrscheinlich eh gewinnen würdest gegen mich, aber naja, trotzdem. Für den Fall der Fälle, dass es dir irgendwie an dem Tag nicht so gut geht und du vielleicht doch Probleme hast, würde ich dich dann gewinnen lassen, okay? Sagen wir es so, klingt vielleicht ein bisschen weniger, ja, selbstbewusst von mir. Hochmütig, das war der negative Ausdruck für Selbstbewusstsein, genau. Das wollte ich sagen eigentlich. Und ja, morgen sind die Exams. But as for me, I am more serious about what comes after the exams. The final battle. Ja, ist richtig. Ich meine, du solltest echt keine Probleme haben bei den Exams, oder? Ich meine, du bist ein Computer. I will fight with all my strength. We cannot lose. Aber vielleicht bist du nach den Exams auch bereit, ein Mensch zu sein. Um mir Zeit zu verbringen in deiner Freizeit. Genau. Ich speichere lieber vorher. Ich will das echt nicht verkacken. Denn ich will ja immer noch, dass Mitsuru stolz auf mich ist, wenn ich alles richtig mache. Denn ich meine... Okay, vielleicht ging das echt nur bei den ersten Exams halt, ne? Aber... Sie hat mir doch nicht umsonst eine Belohnung versprochen, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass das ihr Social Link ist, diese Belohnung. Also zumindest, dass sie daraus dann anfängt, irgendwie, der Social Link. Sie gibt mir eine Belohnung und dann sind wir Freunde. Nicht, dass wir jetzt keine Freunde sind, so gar nicht, aber... Ach, ich lerne mal, ich hoffe, ich werde nicht müde zu den Exams. Und ich hoffe, wenn ich müde werde, dann macht das keinen Unterschied bei den Exams. Bei dem Tag, der automatisch abläuft. Okay, ich bin nicht müde geworden, das ist perfekt. Dann, lasst die lustigen Fragen beginnen. Ich habe gut im Unterricht aufgepasst. Meistens, nicht immer, meistens. Aber, ja. Ich lasse mich überraschen, was ich so für Fragen bekomme und ob ich damit klarkomme. In Persona 5 wirken die Exams irgendwie noch leichter als hier. Aber, ja, mal sehen. Also... What is the number one source of stress for women? Husbands, genau. Die Erklärung dahinter. Ich möchte das ganz kurz erklären, weil ich die Begründung sehr, sehr interessant fand. Und überhaupt nicht sexistisch überhaupt, aber das ist, nicht der Punkt jetzt gerade. Männer gehen arbeiten, während Frauen zu Hause bleiben, also im, ne, alten Bild der Welt halt und so, na, schon klar. Ja, gehen arbeiten und sind davon voll gestresst. Kommen dann nach Hause mit ihrem Stress und lassen den ganzen Stress an ihren Frauen aus. Und dadurch sind dann die Frauen gestresst. Aber die Männer nicht mehr. Und deswegen müssen Frauen dann irgendwas Kreatives in ihrer Freizeit machen, um da ihren Stress wieder auszulassen. Also ja, das ist jedenfalls die richtige Antwort. Vielen Dank. Das habe ich mir sehr gut gemerkt, weil ich jetzt wirklich sehr eine sehr interessante Sichtweise auf das System finde. Ach ja, schön. Also, kann gerne so weitergehen, kann sehr gerne so weitergehen. Oh nein, ich tue irgendwas mit Magie oder so wahrscheinlich.
Who founded numerology? Ich glaube Pythagoras. Ja. Hätte ich jetzt auch so geraten, weil das der Einzige ist, der mir irgendwas im Zusammenhang mit Mathe sagt. Und Numerology. Na, Zahlen. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, glaube ich. Gut, noch 2 Tage nur, ne? Ich glaube, es geht nur bis Freitag. Ja, aber so oder so, bisher läuft es ja gut. What is a superconductivity? Ich glaube, zero electrical resistance. Oder zero friction. Nehmen wir das hier? Yes! Boah, es läuft so gut gerade, es läuft so gut. Ich hoffe auch, meine Academics reichen, der Statuswert ist halt, wie gesagt, auf dem vorletzten Rang jetzt gerade. So viel besser kann es nicht mehr werden, das Spiel ist noch nicht vorbei, also... Ja, ich weiß nicht, ob noch mehr Exams kommen halt, ne? Oder bis dahin dann das Spiel vorbei ist, who knows? So, Onin War was one of two incidents that triggered the Sengoku era. Which was the other? Oh Gott. Oh Gott, diese Fragen immer. Ich kann mir halt nicht mal die ganzen Namen von der Scheiße merken. Das war letztes Mal auch das Problem, ne? Okay, das ist jetzt zum Großteil geraten. Oder komplett geraten, nehmen wir einfach das. Oh mein Gott, ja? Okay, wundervoll. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin ein fucking Genie. Ich kann damit gerade gut leben. So, jetzt kommt noch der Tag, der von selbst abläuft, ne? Wo nur mein Statuswert geprüft wird. Denke ich mal. It's the last day of exams. Und? Das ist ein gutes Gefühl. Ja, die Fragen sind einfach zu leicht, denke ich mir nämlich auch. Your pen won't stop moving. Wow. Okay, das muss auf jeden Fall dann perfekt jetzt gewesen sein. Und wenn ich immer noch eine Belohnung von Mitsuru bekommen kann dafür, dann werde ich die also auf jeden Fall jetzt bekommen. Weil wenn nicht, dann wäre das schon eine Verarsche. Wie geht's dir? Der möchte nämlich, das hat er mir immer erzählt, gerne... Ach, du sagst gar nicht darüber, das ist schade. Ja, jedenfalls hat er mir immer erzählt in den letzten Tagen, dass er sich auf die Exams freut, weil er gerne Erster werden möchte und damit Mitsuru beeindrucken möchte. Denn welche Ziele hat man auch sonst bei Exams, nicht wahr? Ja, ich weiß auch nicht, denn das war auch mein Ziel. Natürlich könnte ich jetzt einfach schon in Tartarus gehen, aber ich möchte vorher noch bitte meine Exam-Ergebnisse, bevor ich mich dann darum kümmere. Denn vorher kann ich mich gerade nicht unbedingt entspannen, vor allem weil ich wirklich wissen möchte, ob dann irgendwas passiert. Ob ich dann wirklich einen neuen Social Link vielleicht vorschalte. Das wäre so die einzige Hoffnung, die ich wirklich habe, aber ja, mal sehen dann, ne? Erstmal kümmere ich mich um dich. Hey, how do you feel about a pink alligator, was? Ich weiß nicht, was soll willst du da, was willst du von mir hören? Say what? Oh, sorry, I was just thinking about something. Ach, alles gut, ich bin nur verwirrt. Say, it's the main character of a story that I'm writing. Oh, that sounds cool. Nein, wirklich nicht. Das klingt absolut grauenhaft, was zur Hölle? I was born in the calm forest of grain. It turned out to be pink. Okay, jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. He's so visible that he can't hunt for food easily. So he's always especially hungry. The other animals dislike him and consider his coloration disgusting. Almost like he's cursed. So he started living alone. But then he made a friend. His friend was a bird. But a bird that was unable to fly. The bird would stand on the pink alligator's back and practice its flying. It's embarrassing to talk about. Ach nein, das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich, denke ich. But anyway, how does the story sound to you? It sounds interesting. Really? I've never written a story before and I'm kind of afraid it's going to suck. Naja, du hast auch nicht mehr viel Zeit, also los, schreib weiter! I'm writing it for myself, so that's what matters. Richtig, sehe ich auch so. Maybe I'll be able to show you the entire novel someday. Wenn du es vor allem fertig kriegst, ne? Von daher, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um mal was zu schreiben, würde ich sagen. I started thinking about it the other day, actually. I want to write an upbeat story of my own to cheer me up. Aber irgendwie ist es nicht deprimierend bisher, ne? Maybe if I can find some meaning to life, I can put that in my story. Das wäre schön, das wäre sehr schön, dann würde ich es gerne lesen. When I write, I can see you in my mind. Seems as if you are telling me not to die just yet.
Ja, das würde ich wohl tun, das würde ich wohl wirklich tun. Ja, okay, seine Story wird wohl schon noch hoffnungsvoll werden. Ich meine, an sich ist es ja eine schöne Geschichte über Freundschaft zwischen, ja, verschiedenen Tieren, die nicht dem Standard entsprechen, ja. Die sonst von niemandem gewollt sind, aber untereinander verstehen sie sich gut. So wie wir, bin ich der Vogel, der nicht fliegen kann? Oder bin ich der, das... Wahrscheinlich bist du der Vogel, der nicht fliegen kann, ne? Oh Gott. Someone is going to stop blowing soon. I can feel these kinds of things now. Let's go home. We can talk again some other time. Nächsten Sonntag, um genau zu sein. Natürlich, natürlich. Los, los, gib mir die Ergebnisse. Ja, ja, die Exams sind da. Die Results sind da, nicht die Exams. Die Exams sind schon lange fertig. Ja, naja, was ist lange? Seit ein paar Tagen. Aber ihr versteht schon, was ich meine. So, sag mir, ich bin die Nummer 1. You scored the highest in your class. Nur in der Klasse? Nicht auf der ganzen Schule? Was für ein Scheiß. Everyone is looking at you with respect. Ja, Charm bringt mir nichts. Ist schon fertig, keine Sorge. You suddenly remember something. Ja, bitte. Mitsu, du promise to give you a gift if you scored the highest. Lunch time is almost over, ja. Das heißt dann wohl? Ich hatte recht. Ja, okay, ist keine Überraschung eigentlich, ne? Okay, leider finde ich Mitsu gerade nicht, aber ich finde eine wütende Yukari. What do you want? Aha, warum verhält sie sich denn komisch, ist die Frage. Wie kann ich das so wieder reparieren vielleicht? I'll pass this time, sorry. Aber was soll ich denn machen, damit sie mich nicht mehr hasst? Was soll ich machen, Frau, die hier steht? Ich will nur reden. Let's cooling down outside, Lady. Nein, ich will über Beziehungen reden. Ich habe Probleme in meinem Herzen. Niemand liebt mich. Dann gehe ich halt... Ja, mit dem Typen hier, ne? Genau, der mit seinem kaputten Knie. Der denkt, er hat die größten Probleme auf dieser Welt. Offensichtlich natürlich nicht. Aber das sage ich ihm natürlich nicht ins Gesicht. Soll er ruhig denken, dass er große Probleme hat. Naja, da hat sich erstmal nichts gesteigert. Und ich würde sagen, damit beende ich an dieser Stelle erstmal den Part. Ich hoffe, er hat euch halbwegs gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Beim nächsten Mal gehen wir dann in Richtung Tartarus und haben da ganz, 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 ganz viel Spaß wahrscheinlich. Bis dahin dann jedenfalls. Ciao.